Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wolf Aqua, dein Kanal rund um die Themen Hortikultur, Aquaponik und Aquakultur. Und heute haben wir mal ein ganz spezielles Thema vor uns, und zwar geht es um Cannabis und ob man Cannabis in der Aquaponik oder mit Aquaponik kultivieren kann. Und vorab, ja, das kann man, aber man muss einiges beachten. Und was das ist, das erkläre ich euch heute mal in diesem Video. Und los geht's! Vorab ein kurzer Disclaimer: Dieses Video hat reine Bildungszwecke und soll niemanden dazu aufrufen oder animieren, Cannabis zu kultivieren. Zudem ist Cannabis oder der Anbau von Cannabis in vielen Ländern noch illegal und man sollte vorher immer ganz genau mit der Gesetzgebung konform gehen, um sicherzustellen, dass der Anbau von Cannabis in dem jeweiligen Heimatort, wo man sich gerade befindet oder aufhält, legal ist. Dieses Video soll auch nicht dazu aufrufen, Cannabis zu konsumieren. Wie gesagt, dieses Video hat reine Bildungszwecke. Der Anlass zu diesem Video liegt auf der Hand, und zwar hat die Bundesregierung zum 1.4. Cannabis entkriminalisiert bzw. teilweise sogar legalisiert. So dürfen zum Beispiel jetzt aktuell Privatpersonen bis zu 3 Pflanzen zu Hause für den Eigenbedarf kultivieren. Und da liegt die Frage natürlich nahe: Können wir auch Cannabis in der Aquaponik kultivieren? Und ja, das können wir. Aber wie schon eingangs gesagt, muss man einiges beachten. So, bevor man mit der Kultivierung welcher Pflanze auch immer man anfängt, sollte man sich vorher mit den Bedürfnissen der jeweiligen Pflanze auseinandersetzen. So braucht zum Beispiel ein Basilikum mindestens mal Temperaturen von 15 Grad Celsius, damit die Blätter richtig schön grün heranwachsen. So können wir das auch mal mit Cannabis machen. Cannabis mögen Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad Celsius, auch gerne mal 27 Grad Celsius, um wirklich schnell und gesund zu wachsen. Dabei kann Cannabis aber auch wirklich durchaus Temperaturen bis zum Gefrierpunkt aushalten. Ich habe auch schon Pflanzen gesehen, auf denen Schnee lag, und auch die haben trotzdem noch überlebt. Nichtsdestotrotz, wenn man wirklich ein schnelles, gesundes Wachstum haben möchte, sind hier wärmere Temperaturen zu empfehlen. Gut, wärmere Temperaturen haben wir ja auch häufig in Aquaponik-Systemen, gerade wenn man einen Warmwasserfisch wie den Tilapia kultiviert. Zudem sollten ausreichend Nährstoffe zur Verfügung stehen, damit die Pflanze gesund und kräftig wächst. Und da kommt es zu einem kleinen Problem. Und zwar braucht Cannabis wie jede andere Pflanze auch ein gutes Verhältnis und eine Mischung von Stickstoff, Phosphor, Kalium und weiteren Nährelementen, wie zum Beispiel Magnesium, Calcium und natürlich auch den Spurenelementen. So, in Aquaponik-Systemen hingegen haben wir häufig das Problem, dass es an Kalium, an Phosphat und auch zum Beispiel an Eisen mangelt. Ja, deswegen muss man oder wird man normalerweise auch in einem gekoppelten Aquaponik-System gewisse Nährelemente in geringen Dosierungen supplementieren, damit die Pflanzen alles zur Verfügung haben, damit sie kräftig heranwachsen können. Gut, nun ist Cannabis eine sehr, sehr stark zehrende Pflanze, die wirklich viele Nährstoffe braucht, und man hat es ja hier eigentlich auf die Blüte abgesehen. Und damit die Blüte sich wirklich richtig schön entwickelt, bedarf es einiges an Phosphat und Kalium. Und sowas müsste zugedüngt werden in einem Aquaponik-System, um ausreichend von diesen Nährstoffen bereitzustellen für diese Pflanze. Und damit man aber nicht jetzt jede Menge Dünger dem System hinzufügen muss, gerade wenn man auch ein gekoppeltes System fährt, heißt das Zauberwort Dual Root System, oder wie kann man auch auf Deutsch übersetzen, quasi ein zweifaches Wurzelsystem oder ein duales Wurzelsystem. Das Ganze funktioniert ungefähr so: Wir haben unsere Pflanze in einem Substrat, in einer Blumenerde wachsen, und diese Pflanze wächst dann quasi in diesem Topf hauptsächlich erstmal heran, und die Wurzeln haben dann die Möglichkeit, in die Nährlösung oder in das Aquaponikwasser hineinzuwurzeln. Ähnlich wie bei mir auch im Gewächshaus, dort habe ich ja auch einen kleinen Netztopf mit Substrat, wo die Pflanze drin wächst, und aus diesem Netztopf schlägt die Pflanze dann Wurzeln quasi runter hinein in das Wasser. Mein Netztopf, in meinem System zumindest, hat auch keinen direkten Kontakt mit dem Wasser. Ich habe ca. 2 cm Abstand zwischen Netztopf und Wasseroberfläche. Man könnte das schon teilweise sogar als Dual-Root-System bezeichnen. Aber schaut am besten einfach mal auf YouTube und gebt zusammen Cannabis und Aquaponik ein. Da werdet ihr sehr viele Videos sehen, wie Cannabis in einem Aquaponik-System kultiviert wird mit diesem Dual-Root-System. Ja, da könnte man einen Eindruck davon gewinnen, wie sowas auch in kommerziellen Anlagen aussieht. Und das Schöne ist, dass man bei dieser Methode quasi die Vorteile von einem Substrat, das man düngen kann und noch Nährstoffe ergänzen kann, ja, wahrnehmen kann. Nichtsdestotrotz aber auch die Pflanzen in Aquaponikwasser heranwachsen. So kann man quasi vielleicht das Nährstoffdefizit der Aquaponik-Seite ein Stück weit ausgleichen.
In den meisten Fällen hat man es bei der Cannabispflanze auf die Blüte abgesehen. So, diese Blüten können aber gerade zum Ende hin sehr, sehr kompakt und sehr, sehr, ja, hoffentlich auch sehr groß und harzig werden. Nur dann hat man die Gefahr, dass sich quasi Schimmel bildet in der Blüte. Und da kann man die Blüte eigentlich nur noch wegschmeißen. Deshalb sollte man ein Aquaponik-System, in dem man Cannabis kultivieren möchte, meiner Meinung nach auf jeden Fall entkoppeln, damit man die Feuchtigkeit im Kultivierungsraum der Pflanze auf jeden Fall besser unter Kontrolle hat. Oder man braucht eine sehr, sehr, sehr starke Luftentfeuchtungsanlage, weil um quasi die Schimmelbildung in der Blüte zu verhindern, möchten wir quasi im Endstadium der Pflanze Luftfeuchtigkeiten haben von 40, 45, maximal 50% relative Luftfeuchtigkeit. Haben wir aber unser Fischbecken im schlimmsten Fall auch noch nicht mal abgedeckt im Kultivierungsraum der Pflanze stehen, werden wir sehr wahrscheinlich deutlich, deutlich höhere Luftfeuchtigkeiten haben und dann ist der Schimmel in der Blüte quasi schon vorprogrammiert. Zumindest wird ein großer Teil wahrscheinlich dem Schimmel zum Opfer fallen. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, den Kultivierungsraum der Pflanze von dem Kultivierungsraum der Fische räumlich voneinander zu trennen, damit man quasi die klimatischen Bedingungen besser unter Kontrolle hat. So, im kommerziellen Umfeld, also dort, wo wirklich jedes Gramm erzeugte Trockenmasse auf die Waage gelegt wird, um damit vielleicht in einem gewissen Kontext Geld zu verdienen, würde ich eher auch zu einem entkoppelten System raten, also dass wir das Wasser von den Fischen nehmen und in die Hydroponik leiten, um dann dort die Pflanzen zu kultivieren, in einer Art Einbahnstraße, weil man einfach noch viel flexibler die Nährstoffverhältnisse für die Pflanze anpassen kann. Über entkoppelte Systeme habe ich bereits ein Video gemacht, ich verlinke es euch hier oben in der Infokarte. So ein entkoppeltes Hydroponiksystem könnte man auch als Living Hydroponiksystem bezeichnen, weil das Wasser, was wir von unseren Fischen bekommen, sehr, sehr mikrobiologisch eher lebendig ist. Es ist bei weitem nicht steril, wie es häufig oder zumindest sehr, sehr keimarm in den meisten kommerziellen Hydroponikanlagen verwendet wird. Wie schon erwähnt, der Vorteil von einem so entkoppelten System ist, dass man halt sehr flexibel auf die Bedürfnisse, also die Nährstoffansprüche der Pflanze reagieren kann. So könnte man zum Beispiel das Blütestadium der Cannabispflanze in vier verschiedene Segmente einteilen und dementsprechend die Nährstoffe genau den Bedürfnissen der Pflanze anpassen. Das wäre zum Beispiel in einem gekoppelten Aquaponik-System, wo wir nur ein großes Nährstoffsystem haben, schwierig. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man in einem gekoppelten Aquaponik-System durchaus die vegetative Phase der Pflanze bewältigen kann oder auch darstellen kann. Das, denke ich mal, sollte auch ohne Probleme möglich sein. Um aber wirklich Top-Shelf-Qualität zu produzieren, glaube ich schon, dass man nicht drum herum kommt, ein entkoppeltes Aquaponik-System zu verwenden. Weil, wie schon gesagt, man dann einfach die Nährstoffbedürfnisse der Pflanze dem Stadium der Pflanze anpassen kann. Sodass man quasi je nach Blütestadium wirklich in den ersten paar Wochen ein bisschen noch Stickstoff dabei hat und dass dann hinterher am Ende der Blüte eigentlich gar kein Stickstoff mehr gegeben wird, weil die Pflanze ihn einfach nicht braucht. Haben wir aber ein gekoppeltes Aquaponics-System, ist dies nicht so ohne weiteres möglich, weil wir haben hier nur ein großes Volumen, was nur eine Art Standardnährlösung mit sich führt. Und das immer hin und her zu hoch oder runter zu regulieren, ist sehr, sehr aufwendig, beziehungsweise kann nur über einen Wasseraustausch realisiert werden. Die bisher hochqualitativsten Blüten, die ich bisher gesehen habe, stammen eigentlich durch die Bank weg aus Indoor Grow-Räumen, die mit Kunstlicht arbeiten, meistens auch dann mit CO2-Begase, mit einer sehr raffinierten oder sehr ausgefeilten Bewässerung und Düngungsstrategie. Zusammengefasst, ja, man kann in der Aquaponik Cannabis kultivieren. Allerdings muss man dabei einiges beachten, damit man am Ende eine gute Ernte einfahren kann. Für Top-Qualität wird man wahrscheinlich nicht umherkommen, das System zu entkoppeln, damit man wirklich die Nährstoffansprüche der Pflanze gerecht werden kann in den einzelnen Stadien der Kultivierung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr konntet was davon lernen. Ich überlege tatsächlich auch, einen eigenen Kanal aufzumachen, wo es nur um das Thema Cannabis geht, wo ich verschiedene Grow Diaries zeige, um euch mal verschiedene Sorten vorzustellen. Wäre das für euch interessant? Lasst mich doch bitte einfach mal in den Kommentaren wissen, ob euch so ein Kanal interessieren würde. Über ein Abo und ein Like würde ich mich natürlich freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei dem nächsten Video. Und ciao!